sie aus dem Haus. Fresse, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Also ich versuche jetzt noch einmal die Bestie zu töten. Aber danach lass ich's. Schauen wir erstmal Let's Plays an. Und dann werden wir es vielleicht nochmal versuchen oder ein anderes Spiel spielen wegen. Es kann nicht angehen, dass man es auch so extrem lange für ein einfaches etwas braucht. Ah ne, wir müssen jetzt den Schlüssel holen. Ah, und das Geile ist ja gewesen, Gronkh hat das Spiel einmal alleine gespielt und ist dann einfach nur weitergekommen, hat dann von Resident Evil einen Mitarbeiter zur Verfügung gestellt gekriegt, um einfach weiter zu spielen zu können. Wegen das einfach so verzwickt ist manchmal hier. Hat er gesehen, wie viel und wie oft und was und warum und ja. Aber seit etlichen Stunden gehe ich langsam mit die Verzweiflung, die Hoffnung auf, dass wir hier irgendwie herauskommen könnten. Und wenn wir noch 3 Stunden oder 10 Stunden oder 50 Stunden brauchen. Ich will das durchspielen, Alter. Ich will wissen, warum und weswegen hier. Eigentlich durchspielen, sonst müssen wir das Spiel kaufen. Ne, ich meine, die Demo wollte ich mir durchspielen, sonst wird es ja nichts bringen. So, hier rein. Das heißt, ich renne jetzt einfach runter und Dietrich noch mit der Axt. Dann Munition. Und zum Schluss noch. Keine Ahnung. Obwohl beim Gronkh der Dietrich er nicht gebraucht hat und die Schublade einfach nur offen war. Ich sollte auf seine linke und rechte Arm ziehen. Oh, was haben wir denn hier? Mit der Axt vielleicht mehr Schaden auszuteilen. Oder uns in der Ecke verstecken. Also hinten durch. Sonst, ich wüsste einfach nicht, wie wir weiterkommen könnten. Also, irgendwie ist das Standard irgendwie bei Resident Evil. Ey, du. Kommst du weiter, stirbst du. Kommst du weiter, stirbst du. Und kommst du weiter, schaffst was, stirbst du und kommst nicht weiter. Welches so eine Richtung geht das hier irgendwie? Was ich gerade gesehen habe, ist, seht ihr diesen Haken und diesen Haken und diesen Haken und okay, diesen Haken. Ne, ich meine, Texturfilz. Also Wiederholung fallen mir schon öfters manchmal auf diesen Haken. Aber sonst ist das schon ein ziemlich nice Grafikgame. Ah, und diesen Haken. Ne, komm, lass mir den Scheiß. Axt. Juhu. Will irgendwas runterfliegen? Nee. Blocken. Ich muss das Viech ganz halt blocken. Echt in Ordnung. Okay. Ich wüsste auch sonst nicht, was wir mit dieser Axt anstellen könnten. Bis auf das Viech töten. Aber was ich letztens gespürt habe, ist einfach dieses innerliche, oder ist es, kennt ihr diesen Angstschweiß? Oder dieses Angstgefühl an sich? Einfach durch diese ganze Anspannung, der Schweiß runterrennt. Ist ein eiskalter. Ist auch schon witzig irgendwie. Für diese Zeit. Es wird doch heute passieren. Vielleicht. Ich weiß nicht. Kommt auf an, ob das Spiel mich weiterlässt oder nicht. Sonst ist es einfach nur schäbig.
Und dann schauen wir mal weiter, wenn wir jetzt weitergehen mit dieser Axt. Axt. Okay. Wir sind hier. Dieses scheiß Monster kommt durch diese Decke hier. Nur keinen Plan wie. Aber es kommt da durch. Ich weiß nicht, ob wir da hinten hinrennen sollten. Oder das mit denen hier abblocken sollten. Aber scheiß drauf. Jetzt versuchen wir erstmal das Viecher zu töten. Komm, schlag, 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 komm, hopp, 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 hopp. Komm, schlag, hopp. Nein, 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 nein. Oh fuck. Fuck, 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 fuck. Zum Glück. Zum Glück ist das scheiß Viech jetzt weg. Ich glaube, diesen Schlüssel werden wir nicht haben, sonst werden wir wieder sterben. Jetzt wird die gleich Kiste wieder. Ich weiß nicht. Lass uns ein paar, also nicht ein paar Minuten, ein paar Sekunden warten und schauen, ob diese Blutflecken aus dem linken Rand des Bildschirms verschwinden. Quasi heißt, dass wir uns heilen durch Zeit. Wie in diesen, ja, wie in Ego-Shootern oder in sonstigen Spielen. Diesen Ego-Shootern, ja, die ganzen Typen, die mal das Ding verfluchen. Ich, ihr, ja. Kanone, aber die suchen wir jetzt erstmal. Kann das irgendwie runter? Nein. Sicher hat auch das Ding hier angegriffen, aber es ist jetzt. Ich weiß nicht, ich will keinen Fehler machen, um hier einfach wieder nochmal zu sterben, aber. Es ist einfach so spannend, das Spiel irgendwie. Es ist so irgendwie Horror, creepy, wenn man Döchter wissen, was hier passiert ist. Aber jetzt schauen wir erstmal hier weiterzukommen. So. Ja, und ich sollte vielleicht, was ich normalerweise spiele. Schau, ob das so ist. Nein,
Ich mag's liebsten, wenn man mit R1. Wieso bin ich denn so ein Trottel? Ich mach's einfach so. R2 und L1. Nee, R2 und R1. L2 und R1 tauschend. Dann hat man eine schnelle Reaktion, wegen man. Den da, so quasi, ich mach's so. Bessere Reaktionszeiten hat. Aufpassen, was als nächstes passiert. Ach, und wir konnten ja... Ich mach mal die Tür zu. Hier etwas einfügen. Was haben wir denn hier Schönes? Der Lauf ist voll scheiße, Alter. Ich weiß jetzt nichts. Aber wir schießen. Nein. Schützen. R1 schießen. Okay. Ich nehme auf lange Entfernungen, die anderen nehmen auf kurze Entfernungen. Ja, bist du immer noch runter. Steigt dir die Spannung an. Persönlich sicherer, wenn man das mit Dings macht, mit Axt. Ich kenn Chris. Die ganze Zeit kommt der Typ daher. Was wird das uns? Müssen wir irgendwas machen, irgendwas befolgen? Oder auch irgendetwas, nehmen? Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Wieder mal. Ich schau noch mal kurz durch die Küche, das heißt ja der Kitchen. Dünner. Als wäre ein Zeitlimit. Durch diese Vergiftung von dem Viech. Das wiederum heißt, dass wir uns langsam beeilen sollten. Wenn ich es so gerne offen machen, wenn es einfach
anscheinend hat aber so ein Typ wieder hinter uns steht und uns runterzieht und ist einfach Essen wäre. Also ich schau mal kurz das Video an, schau dann einen Schlüssel zu holen. Vielleicht schaltet das wieder was frei. Oder können wir jetzt runter in den Keller? Nee. Da steckt der Schlüssel. Nee. Sehen. Ich möchte jetzt so gerne hoch und nochmal durch das Fenster nach oben durch. Wenn ich mir schon vorstellen kann, dass da der Typ kommt von da hinten uns runterzieht. Das ist irgendwie so Standard, dass der Typ kommt und uns was Böses will. Warte mal kurz, ich schau mal kurz nach, wann es läuft. Es läuft. Eine Stunde haben wir schon aufgenommen, cool. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter. Hier ist dann hier Inventar. Teilhand einer Puppe. Das ist aus Zelluloid hergestellt. Zelluloid ist eigentlich so was wie ein Puppe. Nicht zersteht. Also ich möchte nicht so gern das suchen. Also ich möchte schon raus, aber ich kann ja schon sagen, was passieren wird, dass der Typ uns schnappen wird. So, mach das nicht lieber. Kombinieren. Ich weiß auch nicht, was wir mal kombinieren könnten. Jetzt wollen wir runter. Unten was machen. Oder durchs Dachfenster raus. Sonst, wo hatten wir eine Schublade oder, oder irgendetwas, das wir nicht aufmachen konnten? Ich schau mal nach. Vielleicht finden wir einen kleinen Hinweis. Ja, und ich bleib offen. Das kennen wir schon. Schlüssel haben wir. Oh, sorry, Girls. Der hat nie gedacht, dass es so schnell geht. Ich möchte schon, aber ich will nicht, wegen wir schon so weit gekommen sind. Scheiß drauf, wir machen das jetzt und wenn es nicht funktioniert, dann versuche ich noch einmal es. Oder schauen wir als Player an, wie man weiterkommt. What?
Oh. Ich glaub, das. Du brauchst eine Feuchtigkeitscreme. Junge, du bist nichts. Nur ein Mann ohne eine Familie. Und damit haben wir jetzt mal wieder irgendein Ende von diesen Resident Evil 7 hingekriegt. Quasi heißt, wir werden es im nächsten Let's Play wiedersehen. Quasi das gleiche Spiel, aber versuchen weiterzukommen. Oder ich lasse es. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue, wie schwierig es wird. Wir haben 20 Euro Spenden gesammelt. Ich werde in den nächsten Tagen vielleicht noch dazu ein Statement kommen. Also quasi, entweder mache ich ein Glas, wo ich es alles sammle, oder ich bringe es direkt. Geh jetzt direkt zur Bank und überweist es und dann zeige ich es euch später. Aber das Spiel war interessant. Bisschen nervig, wegen meinem Mann gestorben ist. Die Rätsel waren ein bisschen komisch. Nicht offenbar. Der Scheiß ist nur mit Update gewesen. Und sonst war es nice. Interessant. Was anderes, als sonst, was ich mal zog. Weil ich nie richtig Horror spielen wollte, weil ich es immer nur auf YouTube aufgespart habe und jetzt eigentlich am Anfang damit. Ansonsten euch noch einen schönen Abend, wenn ihr es gerade schaut. Ich bin jetzt gerade Abend. Und ja, die Demo ist glaube ich kostenlos auf PlayStation Plus gewesen. Schaut der mal rein, ob es vielleicht noch gibt. Ansonsten, schönen Tag noch und we're the user.